Die Frauenbewegung hat viel erkämpft. Daran lohnt es, am Frauentag zu erinnern. Doch von einer Überwindung des Patriarchats sind wir weit entfernt. Immer noch verdienen Frauen ein Viertel weniger. Die Linke fordert deswegen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Noch immer ist die Arbeit ungerecht verteilt. Nur 25% der Putzarbeiten werden von Männern erledigt, während in den Chefetagen Frauen in der Minderheit sind. Der Mann als Ernährer, die Frau als Hinzuverdienerin und Hausfrau, dieses Klischee wollen wir überwinden. Wir werben für die 4-in-1-Perspektive. Diese geht von einer Arbeitswoche aus, die bei Männern wie Frauen zu je einem Viertel aus erstens Erwerbsarbeit, zweitens Reproduktionsarbeit, drittens Arbeit an der Gesellschaft, also politisches Engagement, und viertens Arbeit an sich selbst, vorstellbar als Muse oder Weiterbildung, besteht. Kurzum, es geht um einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen den Geschlechtern. Dafür kämpfen wir, nicht nur am 8. März.